Was sagte ich? Der hier muss noch frei und dann kommt. So, ne? 1, 2, 3. Ja, danke, tschüss. Genau, 1, 2, 3. Dann Axt. Den und den. Und dann nach oben, oben, oben. Oben, oben. Disneys. Oder eher gesagt Pixars oben. Oben, oben, oben. Oben, oben. So. Haben wir das? Ne? Und jetzt kommt wieder das dumme Rumgerätsel, was ich nochmal wohin machen musste, weil ich es natürlich wieder vergessen habe. Wäre auch vollkommen langweilig, wenn das immer direkt alles beim ersten Mal hinhaut. So, also erstmal die hier wieder raus. Nehme ich die jetzt schon mal raus, weil dann brauche ich es gleich nicht mehr machen. Und dann hatte ich gesagt, 1, 2, 3. Ja, können die sich ruhig in den Innenraum erstmal reinschwemmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, so. Wo haben die sich gesammelt? Hier in der Ecke. Nein, natürlich ist da einer hingeflogen und da einer hingeflogen. Ist auch viel lustiger, wenn ich mein Zeug hinterher rennen muss. So. Und jetzt noch. Also ich mache die halt einfach mit hier dran. Den. Ja, das ist ein Teil eigentlich des Außen, des Grippe ein bisschen mit vom Schiff. Und ich finde, also das ist ja von diesem, wie hieß das, der Adamsbaum bei One Piece. Woraus der Franky ja die Sunny gemacht hat. Der hat ja irgendwie das teuerste Holz irgendwie, was es auf dem Schwarzmarkt zu kaufen gab, hat er ja damals geholt von dem Geld, was er von Ruffys Bande geklaut hat. Ne, hatte ich gesagt 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, lüge ich? Nein, ich lüge nicht. Ich lüge nie! Ich bin ein Paladin! 1, 2, 3, 4, 5, richtig. Hat er ja aus dem Adamsbaumholz dann gemacht. Was ja halt irgendwie so das teuerste Holz ist, etc. Und was ja auch, wie gesagt, was er vom Schwarzmarkt extra gekauft hat. Und gleichzeitig auch das Holz ist, woraus die Oro Jackson, also das Schiff von Gold Roger gemacht worden ist. Die ist halt auch aus diesem Adamsbaum. Jetzt hatte ich gesagt, drei dahinter, ne? Drei hinter dem Kreis. Mal gucken, hier. Ja, das ist genau der Kreis, gut. Das ist also genau der Kreis, das heißt, das hier noch weg und das hier noch weg. Bis drei dahinter, oder was? Bis drei dahinter. 1, 2, 3, ja. Also das hier ist genau der... Ne, halt, das ist schon ein dahinter, ne? Das ist schon ein dahinter, gut. Also zwei noch. Welcher Hintern? Nix Hintern. Also zwei noch. Der und der. Und dann das und das. Dip, 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 dip. Dip, dip, Holz wieder rein. Dann hier aufmachen. Und dann kommen da 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3. Ist das so? 5, 4, 3, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5. Fünf, sagte ich. Jetzt einmal nach oben gehauen. Nein, zweimal nach oben gehauen. Damit wir da rauskommen. Dann vier. Ach, hier ist noch Wasserlevel. Und dann drei. Drei ist auch noch unter Wasser, alles klar. Eins, zwei,
3. Ne? Dann jetzt 2 nach oben und dann nochmal 2 nach oben. Also 2, 2, ein L. Nee, Quatsch, ein S. Fast. 1, 2, 1, 2. Und dann hätten wir das auch. Pass auf, so. Jetzt gehe ich mal eben die Scheiße unten wieder einsammeln und dann zeige ich euch, warum ich finde, dass es mit dazugehört einfach. Ich hoffe, ihr seht das dann genauso. Wir brauchen sowieso schon genug Holz, da muss ich nicht noch unbedingt mehr verschwenden als sein muss. Also schon ab und an mal wieder was einsammeln. Toll. Nein. Hatte ich hier jetzt irgendwo überflüssig noch wieder Gänge reingekloppt irgendwo an die Seiten? Nee, oder? Müssen wir erst natürlich noch wieder gut machen hier. Da. Das alles wieder hinbiegen. Ich hoffe hier nicht auch noch, oder? Ja, nein. Nee, das ist schon wieder gut. Gib mir das. Danke. So. Ich habe irgendwie noch eine Leiter bei. Ich glaube, ich habe die gerade eben irgendwo abgekloppt. Und jetzt gucken wir mal eben von der Seite, weil ich finde, das ist mit, wenn man probiert, ein Schiff relativ detailreich nachzubauen, ich finde, dann ist es eine wichtige Sache. Ach, fuck, jetzt komme ich hier gar nicht raus, ne? So. Habe ich hier noch eine ganze Menge weiße Wolle und weißen Stein drin, ne? Ja, habe ich. So. Damit es von der Seite einfach dann so auch aussieht. Oder? Mit so diesem Bogen einfach. Der ist halt so typisch für die Sunny. Dass da an der Seite nochmal ein so ein schwarzer Bogen mit dran ist. Ich finde, es sind einfach diese typischen Merkmale auch dieses Schiffes. Und die sollten wir einfach nicht übergehen. Warum habe ich hier Fackeln drin? Na, ist egal, komm, tun wir die eben alle da rein. Ich brauchte die Fackeln vorhin einfach nur für Nether, als ich noch mal ein bisschen Stein holen gegangen bin. Nein. Nein. Warum kann man eigentlich nicht den Redstone nehmen, um damit Sachen zu färben? Wäre das nicht viel einfacher? Und ressourcenschonender. Gebrannter Ton, gebrannter Ton. Nein. Rote Blumen. So, was wir nämlich jetzt brauchen, ist eine ganze Menge Rot und eine ganze Menge Weiß. Die anderen Farben kommen später noch hinzu. Aber wir beginnen mit Rot und mit Weiß. Ich nehmen den restlichen Farbstoff einfach erstmal nur so in die Hand. Das heißt, ich nehme weißer Ton. Ich nehme die Axt weg. Die tue ich auch erstmal, die können wir hier lagern wieder. Die brauche ich gerade nicht. Rot. Rot. Und Weiß haben wir nochmal einmal drüben, ne? Oder zweimal oder dreimal. So, das ist alles was anderes. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Farben. Weiß, weiß, weiß ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so weiß ist, weil mein Schatz, I don't know, beim Kuckucksklan ist. Was? You can say that? Yes, I can. Yes, we can. So, und wir fangen an, indem wir Folgendes machen. Ja, schön. Hast du dein Ei ins Wasser gelegt. Wir fangen halt natürlich ganz vorne an und das heißt hier. Da kommt erstmal, das ist genau die Wasserebene und da kommt erstmal ein von der Mitte aus gesehen
4 breiter Streifen, also das heißt... Moment, das sind schon 4, das ist gut. Also 1, 2, 3, 4, ne? Richtig? Richtig. Und demnach zur anderen Seite auch. 1, 2, 3, damit haben wir 4. So. Jetzt geht das ganze Ding in einen rein, 3 nach außen. Dann einen rein, einen hoch, 3 nach außen. Also das heißt von, so dass man sehen kann, 3 nach außen. Hier also hin. Dann einen nach innen. Ein, nein, der ist falsch. Ein hoch. Ein raus. Ein rein. Ein raus. Ein rein. Ein raus. Ein hoch. Ein rein. Und ein raus. Ja. Moment. Und nachdem wir dann einen hoch sind, den doppelt, ne, kann man von außen doppelt sehen, dann sieht man den einzeln, dann sieht man den hier und dann sieht man die, so, die setzen wir da auf. Und dann kommen, jetzt kommen, also jetzt langsam kommen wir wahrscheinlich zu dem Teil, wo die meisten von Anfang an drauf gewartet haben, weil es dann halt auch wirklich irgendwann mehr und mehr von direkten Ansicht, von der direkten Ansicht, wie die Sunny aussieht. So, wenn wir hier einen draufgesetzt haben, nochmal einen draufsetzen, machen wir 1, 2, 3, 4. Ja, ihr seht, wir haben hier irgendwie genau die Lücken immer abgepasst jetzt. So, einen nach oben, einen raus. Dann von hier aus gesehen 1, 2 hoch und einen raus. Und jetzt so ein kleiner Treppeneffekt. Pass auf. Also kleiner Treppeneffekt im Sinne von da, da, da. 1, 2 Stufen sollen das sein. Ne, warte mal. Man könnte auch 1, 2, 3 Stufen stehen. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Hier könnte man draufstehen. Und dann geht es nochmal 1, 2 hoch. Einen raus. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 hoch. 1, 2, 3, 4. Ja, also bei den einen hatten wir ja schon. Und genau, wir sollen nämlich so enden, dass wir ein höher sind als das hier. Ja, die Ebene neben uns. Und jetzt können wir hiervon ausgesehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind das 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zur Seite. Also der zählt nicht. Das ist 1. Also das ist, der zählt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist mit Absicht ein Stück weiter gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, so. Das ist mit Absicht ein Stück weiter außen als der untere Teil. Ja, weil das Schiff krümmt sich ja ein Stück nach vorne, sozusagen. Ja. Und von hier aus gesehen, gehen wir dann ein rein, ein hoch, eins, jetzt habe ich kein Weiß mehr. Das mag den einen oder anderen jetzt erkenntlich kommen, warum ich gesagt habe, wir brauchen viel davon, von dem ganzen Scheiß jetzt. 1, 2, 3. Ein rein. 1, 2 wieder nach vorne. Eins zur Seite. Noch eins zur Seite. Also wieder so ein Stück. So, jetzt gucke ich eben nach. Damit das Ganze natürlich auch die passende Form hat. So, also wir haben
die drei. Dann kommen die zwei. Wir gehen rein. Wir setzen hier nur einen hin. Gehen dann wieder einen in die Mitte. Einen weiter in die Mitte. Dann zwei nach vorne. Dann kommt hier wieder nur einer hin. Ja. Der hier. Einer. Und dann kommt hier. Moment. Ziehen wir das dann gerade. Und dann ziehen wir das gerade, genau. Ja, also von hier aus gesehen, wo wir hier eingesetzt haben, ab dann können wir das gerade ziehen. Hier auf dem Kopf fast schon. Jep, dankeschön. So, jetzt können wir natürlich schon mal abzählen. Von hier aus gesehen, der zählt nicht. Der ist ja da. Das ist hier Mitte genau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zur Seite. Das wollte ich nicht. Naja. Zum Glück wissen wir ja, dass wir hochkommen können. Acht, sagte ich. So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den Rest vervollständigen wir von unten. Ja, ihr seht, das ist ungefähr dann der Bauch, ja, in dem wir jetzt gleich noch ein paar Decks reinzimmern auch. Und in denen sich dann, also, in denen sich dann noch eine ganze Menge Zeugs abspielen wird, einfach. So, jetzt brauche ich aber doch einmal ganz kurz die Axt. Weil das einmal weg muss. So, wir hatten zwei raus. Dann den dahin. Dann 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3. Ja, genau. Mach einfach alles falsch. Passt schon. Jetzt können wir da auch wieder ein Holz hin machen, weil das brauchen wir ja später zum Rein- und Rauslaufen. So, hatten wir. Dann einen rein und 1, 2, 3, 4 zur Seite. Einen rein und 1, 2, 3, 4 zur Seite. Dann ein rein, hoch und 2 zur Seite. Ein rein, hoch und 2 zur Seite. 1, 2. Ne? So, dadurch, dass ich das Schiff in der Tutorial-Welt ja nur halb gebaut habe, muss ich das Ganze also spiegeln. Deshalb muss ich selber auch so ein bisschen immer hin und her latschen. Ich kann natürlich aber auch jetzt eben, Moment, so gewieft wie ich bin, dieses Dokument werde ich dann auch mit dieser Folge schon online stellen, weil einfach zum Gucken, ach, ich hab's gar nicht, okay, dann muss ich, Moment, erstmal den Server anmachen. Ich habe einen kleinen Server hier stehen. Also 2, 2, 2. Okay, also wir haben 2. Dann kommen nochmal. Der war falsch. 2 und 2. Damit man sich die Außenhaut, den Rumpf schon mal halbseitig angucken kann. Stelle ich das eine Dokument, dann kann ich das schon. Nein, da ist der Kopf mit drauf. Das kann ich heute noch nicht online stellen. Weil den Kopf, den werden wir wahrscheinlich... Wenn wir den Kopf heute noch machen, dann stelle ich den da schon mit rein. Ansonsten nicht. Weil ich möchte nicht vorgreifen. So, was haben wir denn? 1, 2, 2. Ein hoch. Genau. Ein hoch. 2, 2. Ein hoch, 2, 2 und dann sagte ich, hier, der ist falsch. So. So. Und dann einen nach außen, ne? Und 1, 2, 3. So ist gut. Hoch.
Und weiß es schon wieder alle? Ja, genau. Und jetzt, Ein höher als das? Richtig. Dann 10 sag ich. 1, 2, 3, 4, I, A, in. So, 10. Oder sowas in der Art. Je nachdem, was ich da gerade gezählt habe. So. Und dann 1, 2, 3, ne? 3, genau. Einen rein. 2 nach vorne. Ein rein, einen nach vorne. Ein rein, 2 nach vorne. Ein rein, einen nach vorne. Das kann es nicht sein. 2 rein geht er da. Wo ist das? Nachdem der das erste Mal 3 nach vorne geht, geht er beim zweiten Mal 2 rein. Das heißt, hier. Ja, danke. Okay. So. Dann also einer. Ne? Moment, ich gucke. Hier lang, da einen. Und 2 nach vorne. Ja, das ist gut. Einer. Einer. Und so. Der kommt weg. Und der kommt weg. Jetzt haben wir ja grob ein Grundgerüst. Aber auch nur grob. Da kommt natürlich noch... Das wird jetzt nicht komplett mit Rot ausgefüllt, aber ein ganzes Stück davon. Jetzt muss ich eben bei den Bauplänen nachgucken.